Pfingstsonntag an der Oste, Frühschoppen an der Fährstelle Probergen. Es war eine kleine Einstimmung auf das große Jubiläum. Die Unterhaltung ist wie immer schon seit Jahren bekannt. Unser Blasmusik-Express zuständig unter der Leitung von Carmen Fick. Am 10. und 11. August 2024 wird gefeiert, und zwar richtig. Der Fährprahm Helmut Hudaff feiert einen runden Geburtstag. Stolze 100 Jahre wird der im Jahr 1924 gebaute Prahm. Die unter Baunummer 214 bei der Schiffbaugesellschaft Unterweser AG in Bremerhaven aus Stahl zusammengenietete Fähre ist inzwischen zu einem Baudenkmal gereift. Und fährt, und fährt, und fährt, und fährt. Ein kleiner Zwischenruf. Einbrecher haben das Fährhaus aufgebrochen und nicht unerheblichen Schaden angerichtet. In der Beschreibung und am Ende des Videos habe ich die Kontonummer des Fährvereins angegeben. Wer nicht jeden 10-Euro-Schein zweimal umdrehen muss, der darf gerne helfen. Denn Schlicktorte ohne Kaffee, das ist Behelf. Zurück zum Frühschoppen. Auf der Probergener Seite tat sich was. Neben vielen Radfahrern tauchte ein kleines Goliath-Dreirad auf, Baujahr 1955. Wie Helmut Hudaff schipperte das Gefährt sicher über den Fluss. Nach dem Übersetzen über die Oste haben sich die beiden Fahrzeuginsassen ein wenig umgesehen, eine Flasche alkoholfreies Bier getrunken und sich eine Erinnerungsmedaille zur 100-Jahr-Feier der Probergener Fähre geschlagen. Wir wollten eigentlich noch länger verweilen, haben uns dann aber entschlossen, zusammen mit dem kleinen LKW, mit dem der Großvater des heutigen Fahrers einst Eier ausgefahren hat, zur Fährstelle Grepel zu fahren. Wann bekommt man schon einmal Gelegenheit für solche Bilder? Danke an die beiden Strucks. Ich denke, die Bilder machen ein wenig Freude.